Hi, willkommen zu einer weiteren Folge von Lego DC Supervillains. So, ich muss mal schauen, wo wir sind. So, okay. Mal gucken, ob ich noch die Lego-Steuerung drauf habe. Irgendwie vergesse ich die von Aufnahme zu Aufnahme. Diesmal haben wir auch unseren Charakter wieder mit dabei. Okay, schön, dass ich eine Markierung habe, wo ich hin muss. Danke. Darf ich erstmal hier Sachen zerstören? Mit den Bomben ist natürlich cool, ne? Huch, wo schießt der denn da hin? Oh nein, der ist. Ah, okay. Nicht random schießen. Die sollte zielen. Wie man das natürlich mit dem Bogen eigentlich eh machen sollte. Ach komm, ich wechsle mal kurz. Dann kann ich ein bisschen besser auf die Sachen kloppen. Aber wenn ich mit ihm random schieße, dann schießt er da hinten hin und dann verliere ich hier ein paar dieser. Ich nenne es jetzt einfach mal Münzen. Kleine Teile haben das, glaube ich, damals immer genannt. Ist aber schön, dass ich auch eine weibliche Stimme habe. Haben die das einfach antizipiert? Weil ich einen weiblichen Kopf habe? Ah, verdammt, ich weiß noch, was ich machen wollte. So, ich habe jetzt mal die Musiklautstärke ein bisschen leiser. Weil ich glaube, wenn man so Solo spielt, ist diese Musik dabei ganz geil. Ah, und ich habe kleine Untertitel angemacht. Aber ich fand die sehr laut in den Aufnahmen. So, die Kleinen hier nehmen wir auch noch mit und dann gehen wir hier. Hä, als ob wir da hinten nicht mehr hin müssen. Was ist das für ein Level, wo man nicht straightforward geht? Ach so, weil das hier. Ah, ich verstehe. Ich hatte irgendwie noch im Kopf, dass wir mit Catwoman und Cheetah zusammen sind. Und dann dachte ich so, ah, ist ja voll cool, so eine voll tierische Folge. Ich hier der Schmetterling. Und ja, dann dieser Cheetah ist Englisch für Gepard, also Gepard und Katze. Ich weiß halt gar nicht, ob wir hier hinten überhaupt sein müssen oder ob das wirklich nur ist, um ein bisschen hier Geld zu kommen. Aber da kann man was machen. Vielleicht kriege ich da mal endlich so ein komisches Teil. So, was kann ich hier machen? Ist das ein Fahrstuhl? Ich habe das Gefühl, ich spiele das Level gerade nicht so, wie ich sollte. Egal. Am Ende wird schon. Okay, das kann ich nicht weiter zerstören. Schade. Und er schafft es jetzt nicht, mit hochzukommen? Warum? Ist er zu blöd, den Fahrstuhl zu betätigen? Ich glaube halt wirklich, ich sollte hier nicht sein. Es war halt wirklich jetzt nur, um Geld zu sammeln. Hier ist ja nicht mal wie so ein komisches Teil oder so, wofür sich das jetzt gelohnt hätte. Und hier ist nicht mal so ein Balken. Oh, das war wirklich komplett useless. Wir sind nicht mal im Level. Oh mein Gott. Ja, schade. Ja, dann gehe ich jetzt mal dahin, wo ich hin soll. Und zerstöre nicht mehr. Upsi. So, dann wollen wir mal. Ah, sind wir jetzt. Lol. Okay. Ich verstehe. Bin schön, dass. Die
Polizei auch nicht auf die Idee kommt, dass hier sich vielleicht die Schurken treffen könnten. So in diesem düsteren Ort. Mein ja nur. Okay. So. Irgendwie kann ich diese Teile hier nie rumliegen lassen. Irgendwie muss ich die immer einsammeln. So, jetzt ist die Frage, haben wir hier auch ein schönes Fahrzeug, mit dem ich fahren kann, oder muss ich jetzt wirklich laufen? Sieht aus, als müsste ich laufen. Okay. Na gut, vielleicht will man hier als Polizist nicht hin. Hä, aber interessante Vegetation. Halte in einer Stadt M gedrückt, um SMS-Nachrichten zu lesen. M gedrückt halten. Ah. Danke für diese SMS-Nachricht. Das musste ich jetzt sehen. Also, hätte ich das jetzt nicht gesehen, da hätte ich was verpasst. Ach, verflixt! Wo sind denn die ganzen Teile für meine neue Insektenfalle hin? Oh, kann ich dir helfen? Ich muss sie im Sumpf verloren haben. Oh, hallo Sumpfabenteurer! Würdest du dich vielleicht hier in der Umgebung nach den Teilen für meine Insektenfalle umsehen? Ja, klar. Was brauchst du? Ja, das sieht mir doch aus, als wäre da was. Aber brauche ich eine Schaufel für? Ja. Cheetah. Mhm. Ja, ich glaube, wir kümmern uns um deine Insektenfalle aneinander. Kannst du auch eigentlich selber machen. Sind wir ehrlich. Sieht hier auch alles super sympathisch aus. Und hier, ach, warte mal. Das kann ich doch zerstören, oder? Ich dachte, ich kann das zerstören. Upsi. Ist das jetzt wie bei GTA? Kommen jetzt hier gleich Leute und suchen mich tatsächlich? Okay, hab meinen ersten Überfall begonnen. Das Auto kann ich jetzt nicht nehmen, ne? Ach, schade, ich muss wirklich laufen. Irgendein cooles Fahrzeug wäre doch jetzt hier cool gewesen. Ja. Du willst deine Herkunft wohl immer noch nicht preisgeben. Na gut, dann halt einfach mit mir mit, wenn du kannst. Oh, ich hasse so lange Laufwege, wo wirklich gar nichts passiert. Ist ja gut. Was habt ihr denn jetzt? So. Von dir, das habe ich gesehen. Was hast du? Du kannst Fahrzeuge platzieren, indem du zunächst die Charakterauswahl öffnest. Halte in der Stadt U gedrückt. Oh. Ja, danke für den Tipp. Ich habe mal in einer Kalenderfabrik gearbeitet. Die haben mich gefeuert, nur weil ich ein paar Tage blau gemacht habe. Jetzt die Frage, hast du aber der Arbeit gefehlt oder hast du an einem Kalendertage blau gemacht. Also, ja, okay. So, ich kann Nachrichten löschen. Weg damit. Weg damit. So. Dann halten wir mal U gedrückt. Jetzt. Ah, Fahrzeugauswahl. Ein Fahrrad. Ein Autoscooter. Mhm. Feuerwerk. Mhm. Ein Fischerboot ist hier und ein Jetboot. Ich glaube, hier auf den Straßen komme ich mit dem Booten nicht so voran. Ein Pickup. Mhm. Also ich finde schon, wir nehmen mal erstmal den Autoscooter. Oh.
Ach nee, ich kann jetzt. Ah, ich kann entscheiden, wo ich den hin platziere. So. Okay, ich war nur zu doof zum Fahren. Ich dachte, ich kann hier tatsächlich nicht fahren. Oh Gott, steuert sich das. Okay, es ist ein Autoscooter. Autoscooter sind dafür bekannt, dass man. Oh Gott, nein. Ich hole mir ein anderes. Oh mein Gott. Okay, es war lustig, einmal auszuprobieren. Dann nehmen wir jetzt das Fahrrad. So. Also wirklich schneller sind wir jetzt auch nicht, ne? Ah ja, wir sind ja gleich da. Man wohl verborgene kriminelle Schätze finden. Es ist allerdings besser, wenn man schnell rennen kann. Okay, interessante Gespräche, ihr Kinders. Darf ich hier überhaupt auf der Straße fahren? Okay, was bin ich für ein wichtiger Fahrradfahrer, dass ich das Teil zerstören konnte. So. Das gibt's hier zu tun. Gleich mehrere Sachen. I guess. Okay. Wohin will der uns denn jetzt hier schicken? Ja, ich habe das Gefühl, ich hätte nach unten gemusst. Huch, habe ich mich verklickt. Wenn Flash Kopfhörer trägt und sich schneller als der Schall bewegt, kann er dann überhaupt Musik hören? Das sind die relevanten Fragen. Das sind die relevanten Fragen. Eure Freunde haben das eben schon versucht. Glaubt nicht mal für eine Sekunde, dass ich euch fahre. Niemals. Das könnt ihr vergessen. Oh, schade. Aber ich bin anders. Ich bin freundlich. Oh Mann, das war nagelneu. Der Boss wird durchdrehen. Oh Mann. So. Ach, da. Oh, jetzt müssen wir zielen. Muss ich mich um alles selbst kümmern? Und jetzt? Jetzt ist uns egal, ob der Gondelfahrer uns fährt oder nicht. Okay, jetzt muss ich da einfach reinjumpen. Gut. Mal gucken, ob ich kompetent genug bin. Nein, bin ich nicht. Nein, ich. Mann, ich verklick mich die ganze Zeit. Ich wollte. Warum bin ich hier hinten? Warum bin ich nicht bei der Gondel? Was hab ich denn jetzt verpasst? Mein Leben damit verbracht, zwischen den Finanzvierteln hin und her zu eilen, ohne mich ja, umzusehen. Hä? Why? Why? Wir müssen jetzt hier da hoch. Warum stand ich denn jetzt nicht mehr daneben? Kann er dann überhaupt Musik hören? Jetzt habe ich über die kleine Kante konnte ich nicht so laufen. Oh mein Gott. Wieso wird mir jetzt immer noch U angezeigt? Ich muss doch nur da reinspringen. Oder muss ich drücken? Ich habe gerade U gedrückt und da ist nichts Gutes passiert. Ich komme da halt nicht rein. Bin ich wirklich so schlecht? Soll ich jetzt da rein so kommen?
Ja. Okay, haben wir das auch geklärt? Ich bin gerade übrigens Catwoman, weil ich dachte, vielleicht kann ich mit der besser springen. Ich wusste nicht, dass ich im Sprung U drücken muss. Na, ich hätte jetzt für den Weg hier auch. Komm mir heute lieber nicht in die Quere. Sag mal. Er hat mich angegriffen, das war Selbstverteidigung. Darum muss sich ein anderer kümmern. Ja, das können wir nicht machen. Wobei, warte mal. Hab ich den schon oder sehe ich ihn nicht? Bei so vielen Charakteren gestehe ich. Sehe ich nicht so viel? Und ich habe die Befürchtung. Ja, er ist nicht. Ach, den schaltet bestimmt erstmal frei. Den habe ich letztes Mal gesehen. Lass mich in Ruhe. Lass mich einfach zu der Quest gehen. So. Ja, hier mit dem Auto, glaube ich, über die Treppen wäre doof gewesen. Wie süß, die ängstlich vor mir wegrennen. Also die rennen mir teilweise in die Arme. Ich weiß nicht, wie gut das dann immer wegrennen ist. Aha. Hier wird es gleich heiß werden. So. Ja. Cool. Hat jetzt auch nicht lange gedauert alles. Oh mein Gott. Ich hätte gerne Batgirl für ein Interview. Hey, Louise? Owlman hat den Joker gestoppt, als sie und Nightwing es nicht konnten. Und doch wissen wir so gut wie nichts über ihn. Die wichtigsten Fakten zu ihm und dem Syndicate von einer echten Heldin wie Batgirl wäre der Knüller. Wo ist sie? Ah, na also, ich wusste, ich hatte ihre Nummer. Hallo, Batgirl? Wer? Barbara Gordon? Es tut mir leid, Barbara. Ich muss mich verwählt haben. Oh. Dann alles auf Anfang, Jimmy. Hä? Warum war diese Szene jetzt so wichtig? Ihr fallt nicht auf. Die kosmische Tretmühle. Die Überreste. Sieht so aus, als hätte sie jemand zerstört. Jemand, der von der Speed Force wusste. Vielleicht war es ja dieser Neue, Johnny Quick. Hat dieses Justice Syndicate vielleicht etwas gegen Nachforschungen? Ein weiterer Grund für dich, dich auf Erde 3 umzusehen. Ja, aber beeil dich. Müssen wir jetzt die Teile dafür suchen? Wahrscheinlich, okay, oder? Okay, Vaughn, du bist ja sowas wie unser Experte. Wie reparieren wir diese kosmische Tretmühle? Trotz deines erbärmlichen Kompliments würde ich sagen, wir sollten es mal mit dem Computerterminal da versuchen. Blöd nur, dass wir gerade nicht so gut rankommen. Ja, das können wir lösen.